Hallo, mein Name ist Roland Wolf. Ich bin Schauspieler vor der Kamera, auf der Bühne und auch vor dem Mikro, also auch für Synchron. Ich habe viel zu viel getrunken. Ich weiß nicht, ob das gut ist, um jetzt ein Baby zu machen. Diese Rose war einst in meiner Hose. Stecken Sie doch mal Ihren Zinken da rein. Was fasziniert dich am Synchron besonders? Faszinierend? Naja, ich finde es zum Beispiel toll, wenn man selber Fan von einer Serie ist und man möchte wissen, wie es weitergeht. Und dann steht man im Atelier und denkt so, wow, wir machen das und das. Jetzt kann ich schon vorab sehen, was passiert und bin auch noch selber dabei und Teil davon. Und ich finde das faszinierend, wie da alle Gewerke so gut ineinander greifen. Also die Cutterin, der Cutter, der Tonmeister, Tonmeisterin, Regisseur, Regisseurin. Das kommt alles gut zusammen und dass es am Ende wirklich so aussieht, als würden diese Amerikaner Deutsch sprechen und dass das halt so glaubhaft ist. Wie bist du zum Synchron gekommen? Das war eigentlich ein Zufall, weil ich 2006, glaube ich, bin ich nochmal nach Graz gefahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe an der Kunstuniversität und habe einen alten Professor von mir getroffen auf dem Café. Und dann sagte der, du, ich kann mir gut vorstellen, ich glaube, du hast da Begabung fürs Synchron. Und dann dachte ich so, aha, okay. Und er kennt jemanden, der auch bei uns vor Jahrzehnten an der Schule war, nämlich Stefan Hoffmann. Und der würde jetzt immer noch so Mikrofon sprechen, unterrichten an der Uni. Also das gab es erst, seit ich weg war. Und er würde mir gerne den Kontakt herstellen. Und dann habe ich den Stefan Hoffmann angerufen und der arbeitete damals bei Elektrofilm mit Thilus Rocker als Aufnahmeleiter. Und dann habe ich da zugeschaut und dann habe ich da mal Ensemble gemacht. Und so kam das dann Schritt für Schritt. Erinnerst du dich an deine erste größere Synchronrolle? Ja, das war 2009, glaube ich, Power Rangers. Da war ich der White Reno Ranger bei der Hermes damals. Da hat Andreas Böge Regie gemacht und das war zum ersten Mal, dass ich so eine durchgehende größere Serienrolle hatte. Du sprichst viele Trickcharaktere, zum Beispiel Jill Weber in Monster High. Worin besteht für dich der Unterschied zwischen Trick- und Realfilmsynchro? Also ich finde, man kann es nur schwer miteinander vergleichen, weil beim Trickfilm du manchmal viel schneller sein musst und viel mehr Text in kürzester Zeit unterbringen musst. Und auch wenn es mehr in Richtung Comedy geht, ist das Timing schwieriger, aber ein Realfilm ist auch schwierig, je nachdem, wie hoch da die Emotionen kochen und man will ja möglichst nah am Original sein. Also ich kann es nicht richtig vergleichen. Da du ein etablierter Theater- und Filmschauspieler bist, worin liegen die Vorzüge für dich, auch Synchronsprecher zu sein? Dass man viel mehr switchen kann in den Rollen, ne? Also wenn du so 2-3 Termine am Tag hast und dann bist du morgens irgendwie der schüchterne Nachbar, irgendwie der Verquere und danach hast du einen Termin, wo du der Mörder bist und abends eben die Tomate zum Beispiel. Ja? Also du hast viel mehr unterschiedliche Rollenprofile in kürzester Zeit und das finde ich ganz reizvoll. Leidest du mit deinen Rollen mit? Ja, manchmal schon. Also ich erinnere mich da vor allem an einen Monolog, den ein junger Mann hielt, als sein Vater gestorben war bei der Beerdigung. Und der hat das ganz toll gespielt und das ging mir dann auch sehr nah. Nimmst du sowas mit nach Hause oder legst du das an der Studiotür? Nee, mit nach Hause eher selten. Nee, also dafür ist man ja Profi. Das ist der Job und das ist zu Hause. Und das Zuhause braucht man ja dann auch, um sich davon abzugrenzen. Du hattest eine Rolle in Babylon Berlin. Wie waren die Aufnahmen zur Serie? Also Babylon Berlin war natürlich sehr aufregend, weil das waren 3 Drehtage mit Tom Tykwer und die hatten oben das Stummfilmkino, das Kino, das ehemalige Delphi, gemietet und komplett auf 20er Jahre gebürstet. Da waren 200 Statisten vor Ort, 30 Tanzpaare, eine Liveband. Dann ist ja auch noch Brian Ferry vorbeigekommen, der hat ja auch noch ein paar Lieder gesungen und da waren 450 Leute am Set, 3 Kameras mit Kran und Tom Tykwer hat halt aus jeder Folge einen Kinofilm gemacht und das war halt eine tolle Arbeit. Worin besteht für dich der größte Unterschied zwischen vor der Kamera und hinter dem Mikro? Naja, vor der Kamera hast du auf jeden Fall eine längere Vorbereitungszeit, also wenn du das Drehbuch hast und dann dich auf die Rolle vorbereitest, den Text lernst, ausprobierst, verschiedene Varianten. Vielleicht gibt es auch eine Leseprobe.
Also du hast mehr Zeit, tiefer zu graben und vor dem Mikro musst du halt viel schneller sein. Also du musst das direkt die Situation erfassen, die Emotionen und weniger interpretieren und mehr kopieren und das möglichst natürlich und am Original. Also ja, ich würde sagen, das ist der größte Unterschied. Ne? Thema Xen. Für dich ein Vor- oder Nachteil? Naja, aus produktionstechnischer Sicht würden die bestimmt sagen, es ist ein Vorteil, weil es irgendwie schneller geht vielleicht und einfacher zu organisieren ist. Aber es ist natürlich schöner, wenn man mit einem Kollegen eine Szene zusammenspielen kann und man hört den anderen und man kann darauf antworten. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Also bei Power Rangers waren wir mal zu viert oder zu fünft im Studio. Das war dann schon lustig und das ist natürlich auch eine gute Stimmung, weil man auch sehr viele Takes zusammen hatte und viele Kämpfe und solche Sachen. Aber das ist wirklich sehr selten geworden, dass man zu zweit vorm Mikro steht. Also ganz selten. Du bist bald als Kommissar im Göttinger Tatort zu sehen. Wie kam es dazu? Also die Regisseurin ist die Franziska Buch und mit der habe ich schon zweimal in den letzten Jahren gearbeitet. Und die hat mich vorgeschlagen, weil sie einen neuen Tatort vorbereitete, nämlich Tatort Göttingen. Jetzt ist Maria Furtwängler, ja Charlotte Lindholm, die Tatortkommissarin in Hannover. Die wird aber strafversetzt nach Göttingen und trifft dort auf ein schon vorhandenes Ermittlerteam. Und einer davon bin ich. Eine Kollegin ist die Florence Kasumba, die erste schwarze Tatortkommissarin. Und dann gibt's noch Nadine Wrietz als Kriminalassistentin, Jonas Minter als mein IT-Spezialist, Kommissar. Und Luc Veit ist unser Vorgesetzter. Und genau, wir sind das neue Göttinger Team und mal schauen, wie das so weitergeht. Der ist jetzt gerade abgedreht. Vielleicht kommt er im November, aber wahrscheinlich wird es früher werden, 2019. War es dein Kindheitstraum, einmal im Tatort zu spielen? Natürlich ist das toll, wenn man in einem Tatort dabei ist, weil der einfach eine große Aufmerksamkeit hat und meistens die Bücher ja auch gut sind. Aber so Kindheitstraum würde ich eher sagen, ist dann unendliche Geschichte auf dem Drachen Fuchur durch die Lüfte fliegen oder sowas in der Richtung. Also ich würde gerne mal sowas Fantasy-mäßiges drehen. Ne? Das ist natürlich toll. Also ich habe im April fürs ZDF einen Märchenfilm gedreht, Der süße Brei. Und das war natürlich voll mit Kostümen und Perücke. Und ich war da der böse Graf Ruben von Hammerlitz. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Also sowas ist schon toll. Also haben wir auf der Festung Königstein gedreht bei Dresden. Und das ist natürlich dann auch an Originalschauplätzen nochmal ein ganz anderes Erleben. Was fällt dir leichter, Synchron oder Realschauspiel? Ach, nichts ist wirklich einfach nur leicht. Ne? Das Kurzzeitgedächtnis wird halt viel stärker trainiert. Und ich bin manchmal überrascht, wenn man sich was anguckt, wo man mitgesprochen hat. Und dann kommen da so Streitgespräche oder sowas. Und du denkst so, echt, das habe ich alles gesagt? Das ist dann eigentlich schon wieder weg am nächsten Tag. Also ich wüsste nicht mehr, was ich gestern Abend gesprochen habe. Also Wort für Wort, das geht halt viel schneller weg. Und wenn man sich intensiv auf so eine Fernsehrolle vorbereitet, dann trägt man die Texte noch länger mit sich rum. Das schon. Du sprichst auch Hörbücher ein. Wie bereitest du dich auf eine Produktion vor? Also ich habe mir vorgenommen, es einmal für mich zu lesen, einmal laut zu lesen und währenddessen meine Notizen zu machen. Und das dritte Mal lese ich es im Studio. Also so habe ich das jetzt immer gehandhabt. Da fühle ich mich am wohlsten. Und dann habe ich es eigentlich auch ganz gut hinbekommen, in so einer Session so die 60 bis 80 Seiten zu packen. Aber ich finde, ja, ich finde das richtig. Also ich habe auch mal gehört, es soll ja auch Kollegen geben, die lesen ein Buch zum ersten Mal. Finde ich faszinierend, wenn das funktioniert. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich am Ende des Buches erst rausfinde, dass ich die ganze Zeit aus dem Jenseits rede oder so oder selber der Mörder bin. Also das würde ich gerne schon vorher wissen, wenn ich so ein Buch lese. Gab es ein Hörbuch, das dir besonders viel Freude gemacht hat? Ja, eigentlich das allererste, die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra, weil da waren so viele verschiedene Figuren und ich durfte die alte gestalten und bin dann dementsprechend, habe ich dann halt in die Farbtöpfe gegriffen und die Figuren, Männer wie Frauen, alle versucht, stimmlich darzustellen. Und jetzt das letzte von Joachim Zander, der Freund, war einfach mega spannend. Und das war, also da ging eine ganze Welt auf beim Lesen. Wo genau liegen die Unterschiede zum Synchron? Die Vorbereitung. Ne? Also, wie gesagt, beim Synchron
Original anhören, Text ins Kurzzeitgedächtnis und dann so spielen, sprechen. Und beim Hörbuch ist ja einfach die Vorbereitung eine andere und die Konzentration so lange, über sechs Stunden macht man ja meistens mit einer Stunde Pause verteilt, einfach da die Konzentration zu halten und auch die stimmliche Präsenz über die Zeit. Dein Tipp für Nachwuchssprecher? Habt eine Ausbildung. Ich finde es nicht schlecht, eine Schauspielausbildung zu haben und mal zumindest auch eine gute Sprecherziehung und sich einfach mit dem Beruf auseinandergesetzt zu haben. Weil letztendlich zitiere ich da gerne eine Regisseurin, die mal zu mir gesagt hat, scheiß auf Synchron, du musst es spielen. Und ich finde, da liegt sehr viel Wahrheit drin. Was wünschst du dir für die Zukunft? Dass die Qualität weiter hochgehalten wird, dass es nicht immer nur darum geht, schnell, schnell, da klatschen wir jetzt Deutsch drüber, sondern dass es wirklich darum geht, das Projekt so gut und so schön wie möglich Deutsch zu machen und wir alle dabei mithelfen, die Geschichte zu erzählen. Und dass Sparmaßnahmen nicht unser aller, unser aller Bürde werden. Ein bisheriger Höhepunkt deiner Karriere? Ich habe vor 6 Jahren mit Sönke Wortmann zum ersten Mal gearbeitet und das war eben aber am Theater. Frau Müller muss weg, hat er bei uns inszeniert und das war eine tolle Erfahrung und wir haben das jetzt bis dieses Jahr, also 6 Jahre lang, über 150 Mal gespielt vor ausverkauftem Haus und das war einfach ein tolles Stück und eine tolle Erfahrung und durch Sönke ging das dann überhaupt auch erst mit dem Drehen los. Hast du schon mal einen deiner Schauspieler persönlich getroffen? Ja, aber ich habe ihn erst kennengelernt und dann gesprochen. Das war ein Zufall, weil ich beim Berliner Theatertreffen stand ich in der Schlange für eine Karte und vor mir standen 2 Amerikaner und man kam so ins Gespräch und die waren sehr theateraffin und begeistert von dem deutschen Theatersystem und habe dann eben über das Gespräch rausgefunden, wir sind beide Schauspieler und er erzählte, dass er in der Serie Blue Bloods jetzt gerade eine kleine Rolle gedreht hat. Und dann dachte ich, ach, Blue Bloods habe ich auch mal vor ein paar Jahren gesprochen. Das macht doch der Andreas Böge bei der Antares. Und dann habe ich Andreas geschrieben und habe gesagt, du, ich habe da einen Schauspieler kennengelernt. George Oleski heißt der und der hat in Blue Bloods mitgespielt. Und ich glaube, ich könnte stimmlich, könnte ich den gut synchronisieren. Und dann hat Andreas mir geantwortet, dass er mal darauf achtet, wann die Episode dran ist. Und ja, und dann habe ich George gesprochen und habe ihm dann Bilder aus dem Studio geschickt und es war sehr lustig für ihn und für mich, dass das so geklappt hat.